So, grüß euch miteinander, mir das ist wieder da. Und ich habe zwar letztens, glaube ich, an der Speicherstation aufgehört, habe hier am Lager noch kurz die Typen gekillt und dann wollte ich weitermachen bei der Aufnahme und dann grätsche. Ja, so kann es gehen. Eigentlich, jetzt fällt es mir gerade ein, ich hätte es ja auch zusammenschneiden können. Naja, ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe es leider schon wieder gelöscht, weil ich dachte, er fängt wieder am alten Speicherstand an. Und jetzt schauen wir mal, haben wir hier auch irgendwo was? Nein. Können wir eigentlich weitergehen? So, jetzt muss ich nochmal schauen. Was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Wir müssen doch dahinter. Ja, genau. Ich bin schon ganz deppert. So, jetzt warte mal. Jetzt kenne ich mich gleich selber nicht mehr aus. Ich hoffe, das Ding kackt nicht schon wieder ab. Diesmal war es nicht der Grund des Netzteils, sondern wirklich... wirklich das Spiel an sich hat sich einfach aufgehängt. So, schau mal. Na, hier drin ist auch nichts mehr. Da haben wir schon alles geholt. Habe ich auch schon geholt, die Aufnahme. Ja, da schnauft's das Madel. So. Ich muss noch mal kurz nachschauen. Was ist denn unser nächstes Ziel? Ausgefeilte Pläne. Besiegen Sie den Bären, schleichen oder kämpfen Sie sich an die Trinity-Soldaten vorbei zur Höhle? Okay. Hab ich denn schon genug Pfeile zusammen? Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Speicherstand. Muss ich echt nochmal schauen. Ah. Zurück zum Basecamp. Okay, Inventar. Können wir denn schon mehr Gefälle bauen? Nee, aber ich bin eh schon voll. Okay, aber wir können hier die Waffen aufmotzen. Schauen wir mal, beim Bogen geht nichts, aber hier geht was. Geschliffene Klinge. Eine geschärfte Schneide ermöglicht der Klinge tiefer in Lücken einzudringen, wodurch die Stemmgeschwindigkeit erhöht wird. Machen wir doch glatt mal. So, und raus. Und los geht's. So. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich da hinterkomme. Hallo Häschen. Also ich muss da lang. Das heißt, ich muss doch jetzt darauf kommen irgendwie. Ne, da geht's schon mal nicht. Ja, eigentlich komme ich nur über dieses Seil darauf. Aber das greift zu sich irgendwie nicht. Dann muss ich jetzt vielleicht hier lang. Hier rüber laufen. Ne, da bin ich auch zu nieder. Zu low, würde man auch sagen. Ah.
Okay, kackst du nochmal darauf. Mann, Mann, Mann. Diese blöde Aussetzer. Ich war noch so schön fleißig am Zocken. Nee, nee, nee. Ja, da kann sie nicht greifen. Oh. Nichts zu, das gibt's nicht, das gibt es nicht. Bin ich jetzt zu blöd oder was? Naja, da explodieren sie nur. Das bringt mir jetzt herzlich wenig. Ich muss von da aus. Aber da komme ich ja auch nicht. Warte mal, hier hat sie aufgehört. Da hat sie eigentlich nur Infos bekommen. Ah! C, fix Halleluja nochmal rein. Kommst du jetzt da? Lauf. Wenn dann nur. Ah. Edel. Oh ja. Ja, aber da lässt sie ja los. Das ist ja auch scheiße. Ja, Kruze, fünfmal nochmal rein. Bin ich jetzt echt zu blöd dafür? Tagebuch, Dokumente, Relikte, Ressourcen. Aktuelles Einsatzziel. Ja, da möchte ich ja auch gern hin. Da kannst du ja auch nichts machen. Ah, mein Gott, bin ich blöd. Die Antwort steht direkt daneben. Verdammt, er ist noch da. Der ist in seiner Höhle. Komm ich hier irgendwie auf einen Ast und wie kann ich die... Jetzt kommt er, glaube ich. Wie kann ich die Munition wechseln? Oh. Warte. Muss ich jetzt mal hier schauen. Überlebenskeit, Optionen. Controller. Den habe ich aber nicht.
Maustastatur. So, sprinten, sprinten, fallen lassen, interagieren, überleben Sie in der Nahkampf. Alternativer Feuermodus. Mit der mittleren Maustaste war das was nachladen. Halt nächste Waffe. Bogen auswählen. Scheiße. WTF. Das war jetzt ein Fehler. Ah, sammel schon ein. So bastelt sie welche. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Wo ist er denn? Scheiß die Wand an, verreck halt endlich. Oh, Gott sei Dank. Mann, Mann, Mann. Ich hasse Kämpfe gegen Tiere. Hab ich schon beim letzten gehasst. Du Drecksviech, du. Jetzt rupfe ich dich aber, ey. Kleiner, hässlicher Bär. Yeah. Zack. Oh, Mann Gottes, ey. Ah, da hinten sind Bären. Müssen wir besser die Kurztasten einprägen für Heilung und Co. So, jetzt haben wir wieder 13 Minuten gleich voll. Ich versuche mal die Folgen ein bisschen kürzer zu halten, weil der Upload in dem in High Definition ist ganz schön hardcore, du. So. Sagen wir mal, es sei. Na, endlich mal eine Knarre, ey. So, okay. Was noch? Da ist eine Wand, die können wir aufbrechen. Jetzt machen wir erstmal hier. Oh. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches,
Aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Puh. Krasser Scheiß. So. Da hat er sich nochmal was zum Fressen gegönnt. Da hat er uns noch ein bisschen Haut übrig gelassen. Haben wir alles. Okay, also der Scan findet nichts mehr. Schauen wir mal, was hinter der Wand ist. Gletscherkaverne. Aha. Ah, Scheiße. Falsche Taste erwischt. Oh, nochmal so ein Ding. Er hat das Land der Russ durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich.